Aufgabe A2.0. Das gleichschenklige Dreieck ABC mit der Basis AC ist die Grundfläche einer Pyramide ABCS. Die Spitze S der Pyramide ABCS liegt senkrecht über dem Mittelpunkt M der Strecke AC. Es gilt, AC ist 8 cm, AB 10 cm und MS sind 9 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. In der Zeichnung gilt, Streckfaktor Q ist 1/2, Zerrwinkel Omega ist 45 Grad. Aufgabe 2.1. Ermitteln Sie durch Rechnung die Länge der Strecke BM und BS sowie das Maß des Winkels MBS. Also dieses hier. So, schauen wir uns erst nochmal an, was gegeben ist. AC mit 8 cm, AB mit 10 cm und MS mit 9 cm. Wir wollen zuerst die Strecke BM berechnen. BM liegt in dem Dreieck BMA. Von diesem Dreieck kennen wir schon ein paar Größen, nämlich die Strecke AB mit 10 cm und AM ist uns auch bekannt, weil Mittelpunkt M Mittelpunkt eben von AC ist. Also ist das 4 cm, AM ist 4 cm und MC sind 4 cm. Weiter zu beachten gilt, für die Grundfläche, also für das Dreieck BMA, liegt hier ein rechter Winkel drin. Aufpassen, das ist ein Schrägbild. Die Grundfläche ABC liegt ja auch schräg drin und dieser Winkel hier ist mit dem Winkel Omega verzerrt worden. Er sieht nicht aus wie 90 Grad, aber es ist ein 90 Grad Winkel. Wer sich das nicht vorstellen kann, macht am besten eine kleine Skizze dazu. Wir wissen, ABC soll ein gleichschenkliges Dreieck sein, steht in der Aufgabe. Mit den Eckpunkten ABC. Hier liegt die Höhe des Dreiecks drin. Hier ist der Schnittpunkt M. Und ich glaube, jetzt ist recht deutlich zu sehen, dass hier der rechte Winkel ist. AB sind 10 und AM 4 cm. Die Strecke BM lässt sich jetzt also sehr einfach über den Satz des Pythagoras berechnen, der besagt, Hypotenuse zum Quadrat ist gleich Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat. Also daraus folgt, AB zum Quadrat ist gleich BM Quadrat plus AM Quadrat. Nochmal zur Erinnerung, AM ist die Hälfte von AC, also 4 cm. Wir wollen die Strecke BM wissen, also formen wir die Gleichung noch ein bisschen um. AB Quadrat minus AM Quadrat ist gleich BM Quadrat. Jetzt ziehen wir die Wurzel. Dann folgt BM ist die Wurzel aus. Ja, setzen wir gleich ein. AB waren 10 cm minus AM sind die 4 cm. Und dann kommt raus, die Strecke BM hat die Länge der gesuchten 9,17 cm. Gehen wir an die nächste Strecke. Strecke BS ist gesucht. BS liegt wieder in dem Dreieck BMS. Diesmal sehen wir es auch in der Zeichnung. Hier liegt ein rechter Winkel, denn der Höhenpunkt S
liegt senkrecht über den Mittelpunkt, laut Aufgabenstellung. BM ist uns bekannt, MS ist uns bekannt, also können wir mit Hilfe des Satzes von Pythagoras die Seite BS berechnen. Lange Seite zum Quadrat ist gleich kurze Seite zum Quadrat plus kurze Seite zum Quadrat. BS Quadrat ist gleich BM Quadrat plus MS Quadrat. Setzen wir die Größen ein. Ziehen erst die Wurzel. BS ist gleich Wurzel aus BM Quadrat plus MS Quadrat. Nun können wir jetzt einsetzen. BM waren die 9,17 cm plus MS ist gegeben mit 9 cm. Daraus die Wurzel berechnen und wir erhalten den Wert von 12,85 cm. So, fehlt noch zuletzt der Winkel Phi, der aufgespannt wird durch MBS. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten zu berechnen. Wir sind in einem rechtwinkligen Dreieck, deswegen funktionieren zum Beispiel der ganz normale Sinus, Cosinus oder Tangens. Man könnte aber auch den Sinussatz oder den Cosinussatz ansetzen. Ich entscheide mich jetzt hier für den Sinus, der besagt, Sinus des Winkels ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Also Sinus von Phi ist gleich die Gegenkathete. Hier ist der Winkel, gegenüber liegt die Gegenkathete MS. Also 9 cm. Die Hypotenuse war die Seite BS, also 12,85 cm. Und da können wir dann mit Hilfe von Sinus hoch minus 1 oder des Solvers berechnen, welchen Wert Phi annimmt, und zwar 44,46 Grad. Ist zwar in der Aufgabe schon gegeben, aber ich würde raten, das dennoch nochmal auszurechnen, um zu überprüfen, ob der Ansatz auch stimmt. Wird jetzt hier was ganz anderes rauskommen, dann sollte man vielleicht nochmal nachgucken, ob das hier stimmt. Wenn es sich nur um ein paar Kommastellen verändert, wie zum Beispiel 44,48, dann kann man davon ausgehen, dass es trotzdem stimmt. Vielleicht nochmal die Rundung überprüfen, aber je nach Lösungsweg kann es zu anderen Dezimalstellen kommen.